Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier wieder in GTA und noch immer beim Möbel anbauen. Jetzt sind wir aber langsam bei der Deko angekommen. Ich habe mich jetzt noch entschieden, das hier so hinzustellen. Das scheint ganz gut zu klappen. Dankeschön für den Follow. So, wo ist denn hier vorne und wo ist hinten bei dem Teil? Das ist doch hübsch. Hey, das ist auch hübsch. Das hier hin oder das da hinten hin? Ich schau mal so da hinten. Na hübsch. Es gefällt mir. Wir haben Kerzen. Was haben wir denn für Kerzen? Steht mein Beistelltisch eigentlich schon. Gerade wurscht. Das sind doch hübsche Kerzen. Hatte ich nicht nochmal Kerzen? Warte mal, wir haben diese Kerzen und wir haben Kerze. Sonst keine mehr? Na gut. Also gut, Kerzen stellen wir dann mal auf die Kommode, hätte ich gesagt. Okay, stresst mich doch ein bisschen, dass ich hier nicht durchkomme, außer ich hüpfe. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich noch was für hier oben habe oder nicht. Das weiß ich gerade nicht. So, ich habe noch eine Lampe. Was bist du für eine Lampe? Oh. Ich muss den Tisch noch hinstellen. So, der wird auch noch spannend. Irgendwie ist das ein hässlicher Tisch. Das habe ich beim Einkaufen nicht so ganz gesehen. Ja, passt wenigstens hin. Okay. Bücher. Ach ja, genau. Die wollte ich da noch mit hinstellen. Eventuell. Die Kerzen vielleicht auch noch mal ein bisschen schräger. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Oh, die geile Lampe, Alter. Die ist aber schon ziemlich hell. Sie blendet mich etwas. Das finde ich ein bisschen schade. Die war nämlich schweineteuer. Eine Pflanze, groß oder klein. Groß.
was ich nicht alles dachte, was bei mir alles reinpasst hier. Essen. Ja. Oh. Kaffee. Den Hocken hier. Kaffee, Kaffee, Kaffee. An die Kaffee-Dings. Ach, das ist auch bloß so ein Dings, gell? Ich hab keine Tassen gekauft. Größeres Zubehör. So, oder? So, dann kann man sich auf den nämlich wenigstens hinhocken. Genau. Und den anderen schieben wir quasi in den Tisch. Hallo. Ja, oder man kann es halt auch nicht. Achso, F drücken zum Aufstehen. Ich verstehe. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ach, da. Ich dachte, das ist ein Buch, das liegt. Hundert Tipps for improving self-esteem. Das brauchen wir. Dem, was mit Damien war. Oh, du bist gar nicht so klein. Oh no, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, die Pflanze ist die Lampe ist abartig. Und
setze ich die nämlich vielleicht noch hier mit hin. Oder auf den Tisch, weil, was dachte ich mir, was hier noch hinkommt? Weiß ich nicht. Lass mal schnell raus. Pflanze, Lampe, Mülleimer, Frucht. Frucht. Dachte ich mir, könnte hier vielleicht noch schön hin. Ja, vor allem ist die Obstschale halt riesig. Dann machen wir die Kerzen auf den Tisch oder so, oder? Ja, da dachte ich, dass ich vielleicht eine Küche nur Platz dafür habe. Hier mit drauf. Vielleicht blendet das tagsüber nicht so, das Licht. Das wäre schön. So, Mülleimer haben wir noch. Auch da dachte ich, der könnte in die Küche passen. Naja, das Klo ist echt hässlich. Schade, passt halt da auch nicht ins Eck. Wo kann man den denn? Passt der ins Klo? Jetzt mal ehrlich, warte mal. Passt der hier vielleicht? Noch wohin? Da. So. Man braucht einen Mülleimer. Nee! Ach so. Stimmt, das war so ein Fehlkauf, weil ich nicht wusste, ob das eine Lampe ist, die steht oder nicht steht. Hahaha. Weil ich noch nicht wusste, dass das egal ist. Oder ist die schöner im Schlafzimmer? Ich stelle mal da hin. Ist die aber erst weg. Lampe. Bücherlampe. Lampe 5 ist das, glaube ich. Oder? Genau. Okay. Machen wir dann halt einfach hier mit hin. Genau. Und die hier, die kommt dann wohl noch hier hin. Ich soll Zimmer einrichten in Zukunft. Definitiv sollte ich das tun. Die ist aber ein bisschen groß für diesen Tisch. Ah.
Vielleicht doch die ins Wohnzimmer, die ist doch ein bisschen groß. Okay. Zurück! 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 Es kann ja nur so laufen, dass hier die letzten zwei Sachen dann irgendwie so... Ne? Aber wir sind ja gleich, wir haben es ja gleich. In diesem Sinne kann ich gleich mal sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Däumchen nach oben da. Ne? Und ich finde, ich sollte mich bei Nova bewerben hier für Inneneinrichtungen. Ich finde, ich mache das gar nicht schlecht. Das Einzige, was ich noch ein bisschen lernen muss, ist die Größen einzuschätzen hier, was ich alles wo... was alles wohin passen könnte. Also entweder ich stelle die jetzt ab oder ich hänge die an die Wand. Ich hänge die an die Wand. So. Oder? Da ein bisschen rüber. Ist doch auch hübsch. Ja, also Leute, ich würde sagen, auch wenn der Boden mir hier noch nicht ganz so passt mit den Dings, es sieht auf jeden Fall schicker aus als vorher. Es ist dafür, dass es ein abgeranzter Trailer ist, mega hübsch. Aus das Klo. Aber ne, könnte schlimmer sein, ganz ehrlich. Mein Schlafzimmer ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es eigentlich nice. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adieu!